So, ich bin der Janis, ich bin das dritte Mal auf dem Buchcamp. Ich war auch schon die ersten zwei Mal hier dabei. Da hatten wir ein bisschen mehr Glück mit dem Wetter, was natürlich sehr schön war mit sommerlichen Temperaturen. Aber es ist trotzdem eine tolle Stimmung hier. Es hat sich sehr etabliert. Es gibt wieder interessante Sessions. Mir ist ein kleiner Fehler aufgefallen heute Morgen. Die waren so glücklich, dass es 24 Slots gibt und 24 Sessions, dass sie gar nicht rumgefragt haben, wer Interesse für irgendeine Session hat. So dass vielleicht ein paar Sessions einmal gleichzeitig liegen, die man vielleicht interessant findet oder die Räume vielleicht nicht so gut geeignet sind. Aber ansonsten, wie immer, super organisiert. Man wird hier super verpflegt. Ja, wo war ich gerade in der Session? Bei der Wiebke Ladwig und Stefanie Leo. Es war eine Selbsthilfegruppe für Facebook-Admins, was sehr interessant war. Und auch die erste Session, die war, da ging es um Verlage als Prinzip Verlag, Gatekeeper oder keine Ahnung was, Kurator, war auch sehr spannend, sehr diskutabel, sage ich mal. Und was nimmst du bis jetzt vom Buchcamp mit nach Hause? Ich habe mir schon so ein paar Ideen aufgeschrieben, muss ich nochmal verarbeiten. Es ist halt auch gut zum Netzwerken, also zum Beispiel mit dem Bücherbuffet in Karlsruhe habe ich vorhin gesprochen, also mit einer, die da mitmacht, weil da gerade sowieso das Thema war für meinen kleinen Verlag, also wo ich veröffentlicht habe, ob wir da hingehen oder nicht. Also ganz spannend eigentlich.